Warum dich die Frau testet und wie du am besten damit umgehst. Willkommen zurück hier zum Video. Schön, dass du wieder da bist. Hier am Mittwoch und heute reden wir mal über eines der häufig nachgefragtesten Themen, nämlich warum testet die Frau mich, Tim? Warum tut sie das? Warum tut sie mir das an? Und ich möchte dir erklären, wie du optimalerweise damit umgehst. Also klären wir zuerst mal, warum testet dich die Frau überhaupt? Warum kann sie dich nicht in Ruhe lassen? Wieso lässt sie dich nicht einfach sein? Ganz einfache Erklärung. Die Frau testet dich, damit sie sich immer sicher sein kann, dass sie immer noch den starken und auch zuverlässigen Mann an ihrer Seite hat, den sie kennengelernt hat. Oder sie testet dich beim Kennenlernen darauf, ob du denn dieser starke und zuverlässige Mann bist. Und das musst du zuerst mal verstehen. Wenn die Frau dich beim Kennenlernen testet, dann ist das ein Interessenssignal, aber auch ein Signal, was so ein bisschen dir sagen sollte, okay, sie ist vielleicht ein bisschen irritiert von der einen oder anderen Sache und möchte ein besseres Gefühl für dich kriegen. Also Interessenssignal ja, aber beim Kennenlernen trotzdem ein bisschen damit aufpassen. Also, wie gestalten sich jetzt diese Tests? Tests sind eigentlich ziemlich einfach zu erkennen, denn du erkennst sie immer daran, dass sie dich auf eine gewisse Art und Weise herausfordern. Ja, diese Tests fordern dich heraus, um zu schauen, bist du der starke Mann, bist du der Mann, der für seine Meinung, für seinen Standpunkt eintreten kann, oder kann sie dich mit einem kleinen Schubser über die Kante stoßen, kann ein kleiner Windhauch dich schon umstoßen. Das ist das, was sie herausfinden will. Sie will einfach wissen, okay, wie sehr kann ich mich auf dich verlassen? Wie sehr bist du bereit, in dieser Welt deinen Mann zu stehen? Und wie sehr wirst du dich auch durchsetzen können? Ja, und deswegen, du kennst diese klassischen Tests. Ja, wenn die Frau eine Meinung von dir angreift oder wenn die Frau dich angreift oder wenn die Frau über eine Grenze geht oder die Frau kommt zu spät. Die Frau tut irgendetwas, um dich herauszufordern, und das sind diese Tests. Dinge, die zum Beispiel keine Tests sind in meiner Welt, von denen Leute immer denken, es wären Tests, ist sowas wie, wenn du jetzt eine Frau auf der Straße ansprichst und sie fragt dich, ja, sag mal, wie viele Frauen hast du denn heute schon angesprochen? In der klassischen Pickup-Literatur nennt man das auch einen Test. Ich weiß nicht warum, in meiner Welt ist das kein Test. In meiner Welt ist das ein, hey, bitte gib mir das Gefühl, dass ich nicht einfach irgendeine dahergelaufene bin, die du angesprochen hast, von den anderen 500.000. Das ist das, was die Frau möchte in diesem Moment nicht wissen, bist du ein starker Mann? Kannst du mir richtig mal einen reindrücken jetzt? Sondern die Frau möchte einfach wissen, war das etwas Besonderes? Kann ich mich gut mit mir selbst fühlen? Oder sollte ich mich fühlen wie eine von 50.000 anderen Frauen, die du heute angesprochen hast? Das ist zum Beispiel eine Frage, die stellt die Frau, um sich selbst sicherer mit sich selbst zu sein. Da sollte deine Antwort dann eigentlich nicht sowas sein wie, ja, du bist die 500.000ste. Ja, das geht der ganzen Idee so ein bisschen dagegen. Also die Frau will nicht, dass du stark für deinen Standpunkt eintrittst und so tust, als wäre das alles cool. Das ist in dem Moment nicht ihre Absicht. Aber ansonsten haben Tests immer die Absicht, dich herauszufordern, deinen Standpunkt ins Wanken zu bringen, dich als Mann ins Wanken zu bringen und dann erleben zu dürfen, oh Mann, das ist ja wirklich ein Mann, der hält meinen Angriffen stand. Nicht im Sinne von, du rastest komplett aus und verprügelst deine Frau, das ist nicht der Punkt. Aber im Sinne von, du machst klare Grenzen, freundlich, aber ganz, ganz klar im Sinne von, alles gut, kein Problem, aber da ist die Tür. Wirklich klare Grenzen, sodass die Frau merkt, okay, ist ein freundlicher Mann, ist ein netter Mann, denn du darfst gerne nett sein, da haben wir auch schon mal drüber geredet, aber wenn ich die Grenzen bei ihm überschreite, dann kann sich das auch ganz, ganz schnell ändern. Und dieses Gefühl möchte die Frau haben. Das ist ein Gefühl von Sicherheit. Die Frau möchte kein Arschloch, der sie anschreit oder der sie verprügelt. Das ist nicht das, was die Frau damit heraufbeschwören möchte. Die Frau möchte einfach einen freundlichen, liebevollen Mann, bei dem sie aber trotzdem merkt, wenn ich hier Grenzen überschreite, wenn ich hier bis zu einem gewissen Punkt gehe, dann wird es sehr, sehr ungemütlich. Und wenn sie das spürt bei dir, dann kann sie sich wirklich sicher fühlen, weil sie A, keine Angst haben muss, dass du irgendwie ausrastest wie irgend so ein Psycho und sie mit einem Messer zerschlitzt. Und B, sie muss sich auch keine Sorgen machen, dass sie dich einfach überfahren kann wie eine Cartoonfigur, weil du halt eine gewisse Standhaftigkeit als Mann bereits entwickelt hast. Ja, und deswegen, Tests der Frau erkennst du immer daran, dass sie deine Meinung, deinen Standpunkt auf irgendeine Art und Weise herausfordern oder dich herausfordern. Und die Antwort auf Tests ist immer die gleiche. Du solltest eine Grenze ziehen. Du solltest eine klare Grenze setzen, so wie es für dich passt. Ja, versteh mich nicht falsch. Manchmal kommen Frauen auch bei mir zu spät. Also manchmal bin ich hier zu Hause und die Frau kommt zu mir nach Hause und die Frau kommt zu spät.
So, jetzt musst du für dich entscheiden, ist das eine Grenze, die ich jetzt ziehe oder nicht? Wenn die Frau ständig zu spät kommt, dann spreche ich das an. Wenn sie mal zu spät kommt, ist mir das eigentlich egal, wenn ich zu Hause bin, weil wenn ich zu Hause bin und sie nicht kommt, dann mache ich einfach irgendwas anderes. Also dann arbeite ich halt einfach weiter. Also ich arbeite gerade und erwarte sie um 7 und sie kommt um 7.30 Uhr, dann arbeite ich halt eine halbe Stunde länger. Macht für mich keinen Unterschied. Ja, wenn sie dann nicht kommt, ist mir das auch egal, dann mache ich halt irgendwas anderes Cooles. Ist mir eigentlich auch egal. So, das ist mir egal. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel draußen bin, na, und ich warte da auf eine Frau und sie kommt erstmal eine Stunde später, dann ist mir das nicht egal, weil dann habe ich da eine Stunde rumgestanden. Die Stunde hätte ich auch anders verbringen können, aber ich konnte sie halt nicht mit Arbeiten verbringen, zum Beispiel, weil ich ja gar nicht am Arbeitsplatz war. So, und das stört mich und das würde ich dann noch ansprechen. Das heißt, du musst nicht alles immer ansprechen, du musst nicht bei allem immer Grenzen setzen, aber du musst herausfinden, was stört dich wirklich und da musst du klare Grenzen setzen. Ja, du musst in der Lage sein, der Frau ganz klar zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und dann sind Tests überhaupt gar kein Problem. Und natürlich, wenn du die Tests immer wieder nicht bestehst, dann bist du irgendwann oder dann geht die Frau irgendwann. Ja? Also wenn sie merkt, sie kann dich immer überfahren, dann verliert sie immer mehr Respekt vor dir, überfährt dich immer mehr und merkt dann irgendwann, was für einen Mann habe ich da eigentlich an meiner Seite? Ich fühle mich hier nicht sicher, ich kann mich auf den nicht verlassen und dann sucht sie sich einen anderen Mann. Aber Tests, das ist nichts Schwieriges, Tests, das ist nichts Fieses oder Komplexes, das ist eigentlich sehr, sehr einfach und ich hoffe, ich habe es dir hier in diesem Video einfach mal klar gemacht. Hoffe, ich konnte dir auch den Unterschied erklären zwischen Tests und was kein Test ist, wo viele Leute immer denken, das wäre ein Test. Manchmal geht es einfach nur darum, dass die Frau sich besonders fühlen möchte oder einfach nicht besonders fühlen möchte und dann ist das kein Test, dann ist das einfach nur ein, bitte gib mir die Bestätigung, dass ich nicht die 500.000ste bin, mit der du das hier machst. Das ist kein Test, das ist einfach nur, ich möchte mich gut mit mir selbst fühlen, das ist was anderes, okay, das gibt es nämlich auch viel. Schön, dass du dabei warst. Wenn du jetzt eine Frage hast zu dem Thema, dann schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich auch immer über Videovorschläge, denn die nehme ich und mache sie zu echten Videos. Wo findest du das sonst? Ansonsten schön, dass du dabei warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich fürs Online-Coaching eintragen. Im Online-Coaching kriegst du noch ganz viele zusätzliche Informationen von mir, zusätzliche Dokumente, Geschenke von mir, die du hier nicht bekommst. Wenn du also auf deinen Erfolg mit Frauen aufs nächste Level kommen willst, trag dich ins kostenlose Online-Coaching ein. Unter mir, unten rechts in der Ecke, kommst du zum Video, in dem ich dir erkläre, wie Frauen ansprechen auf der Straße funktioniert. Schön, dass du hier warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.